Willkommen zu unserem Talk, Infrastruktur für horizontale Farmer-Gemeinschaften. Und was sie alle gemeinsam haben, ist, dass wir alle in verschiedenen Gemeinschaftsstrukturen sind. Wir wollen bessere Infrastruktur, wir brauchen bessere Technologie, sei das jetzt ein Hackerspace in Schweden oder eine NGO in Deutschland oder eine Kommunikationssystem in Frankreich. Unsere Sprecherin ist Andrea mit ihrer Farmgemeinschaft in Italien und sie hat 15 Jahre Erfahrung. Von ihr können wir viel lernen. Sie ist eine autodidaktische Webentwicklerin und sie ist Mitglied einer Gruppe von Radikal-Farmern und sie ist diejenige, die uns die beste Einführung in das Thema geben kann. Deswegen einen warmen Applaus bitte für Andrea. Danke. Danke an euch alle, dass ihr noch hier seid. Es wird schwierig, das in 30 Minuten reinzuschaffen. Die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und die Erfahrungen, die diese ganzen Gemeinschaften gemacht haben, also nicht nur die in Bologna, sondern auch die anderen. Ich will reden über Campi Aperti, das heißt das offene Feld in Italienisch und ich komme aus der Bologna. Das ist, wenn ihr euch Italien als Stiefel vorstellt, dann ist das die Stelle, wo ich hinzeige, wo ich herkomme. Also ich will heute reden darüber, Gemüse anzubauen bzw. allgemein Essen. Das ist eine Gemeinschaft von Landwirten bzw. Farmern, die Menschen, die das Recht für sich beanspruchen, Essen selber anzubauen und das Land zu verändern. Das ist direkte Mitwirkung, direkte. Es gibt einige Ansätze, das Gesetz zu ändern, aber in Italien ändert sich das Gesetz sehr langsam. Deswegen machen wir einfach mal. Die Idee ist, dass wir als Landwirte einfach überleben müssen, dass wir vorwärts kommen, dass wir Essen anbauen für Pizza, für Brot, für Essen. Und die Sachen, die angebaut werden, werden nur für die Industrieproduktion gemacht. Das heißt, die Produktion eines Landwirts, da gibt es keine Gesetze, was man verkaufen darf. Man kann einfach direkt verkaufen. Aber diese Gruppe von Landwirten macht das einfach. Die verkaufen das direkt. Deswegen sehen wir uns als politische Aktion, die das veranstaltet. Und wir wollen das meist sichtbarste Zeug, was wir machen, sind auf Biomärkten. Aber das ist nicht alles, sondern das ist eine relativ politische Geschichte, die wir tun. Und die Wurzeln, die es hat, sind in radikalen, antikapitalistischen Gruppen von der No-Global-Bewegung, also das heißt antikapitalistisch, Antiglobalisierungskampagnen. Und wir machen das auf freien Geländen. Wir sind im Prinzip Landbesetzer. Und es gibt uns seit 2003 und inzwischen ist es wahrscheinlich schwieriger, aber damals haben wir angefangen, solche Märkte aufzusetzen. Und wir haben relativ guten Boden gefunden an verschiedenen Stellen, wo wir besetzt haben. Und das war einfach nur ein zwischenmenschliches Vereinbarung, die wir da getroffen haben, nicht gesetzeskonform. Und das ist ein öffentlicher, also quasi ein gemeiner Raum, ein gemeinfreier Raum. Das heißt, er ist öffentlich und ein Allgemeingut. Und wir haben aber keine Bestätigung dafür, dass wir das tun dürfen. Also der Raum, also der Platz ist auch bedroht davon, geräumt zu werden. Und es ist wirklich wichtig für uns, dass wir den Platz behalten können. Ihr wisst jetzt also, wo das ist. Und ich... Also die Zeit. Die Zeit ist natürlich sehr wichtig.
und die Zeit für den Antikapitalismus, wo man im Kapitalismus denkt man die Zeit als Zeit und als Sekunden und Minuten und Stunden. Aber das ist halt eine ziemlich egozentrische Idee und es gibt auch andere Wege, Zeit zu denken. Für Landwirte ist es ziemlich einfach, darüber nachzudenken, dass es Zeitzyklen gibt und nicht den menschzentrierten Weg, sondern es gibt halt auch andere Wege, die Zeit zu planen, nämlich durch die jahreszeitlichen Abläufe und die jahreszeitliche Planung. Das Erste, was wir also neu denken mussten, war es, wie wir die Zeit uns nehmen, um Beziehungen wachsen zu lassen, wie man die Dinge tut und in der Zeit, in der wir etwas kaufen und wie wir es finden, was wir kaufen wollen. Und jetzt möchte ich euch noch erzählen, jetzt habe ich euch erzählt, wo wir herkommen. Das ist hier jetzt ein Das ist etwas, was ihr findet, wenn ihr nach Früchten sucht. Das findet ihr bei uns und es ist Creative Commons, ein Video, das wir produziert haben. Und jetzt fünf Leute sind wir in einem Occupied Space. Sie haben einen kleinen Markt und nachdem sie Sachen wachsen lassen und aufgezogen haben, sind es mehr als 50 Farmer geworden, jetzt sind es mehr als 1000. Und wir managen uns selbst. And we do the stuff with consensus method. So the topic are food autonomy, independent with the food. Die Themen sind Essensautonomie, sinnvolles Anbauen von Essen, Agroecology. Eine gemeinsame Absicherung voneinander. Also decentralized warranty about organic food by the state, but they practice a shared warranty. Means that wir haben eine gemeinsame warranty. Take care of the product also of the others. And take care of the relationship. But this is also means that if you break the trust one with the other. Bei uns ist es halt so, dass wenn man das gegenseitige Vertrauen bricht, dann muss man halt leider rausgehen. Es scheint erstmal ziemlich schwierig zu sein, aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist es das nicht. Denn wenn man darüber nachdenkt, dass wir gemeinsam arbeiten und Pflanzen anbauen, dann wird es eigentlich relativ einfach zu entscheiden, was man tut. Und nun möchte ich euch ein bisschen erklären, von unserer Technik machen. Wir haben keine gesetzliche Erlaubnis. So we plan to not grow too much, but to grow only locally. And we divided the assembly. There are assembly for every market that are 8 every month. There are assembly globally all together every 2 months and assembly every 2 months. Also wir kommen alle 2 Monate zusammen, und zwar lokal bei uns. Unser Konsens ist, dass wir uns darin trainieren, dass wir im Konsens bleiben. Das heißt, wir versuchen, die Balance zu halten zwischen
Wir haben alle unterschiedliche Hintergründe. Wir sind auf verschiedene Dinge spezialisiert und wir müssen halt zusammenwachsen. Und dabei trotzdem im Bereich des Konsens zu bleiben, obwohl wir unterschiedliche Wissens haben. Wir wollen nicht anonym sein. Im Bereich des Konsenses, dort wächst die Vielfalt. Dort kann man kann in der Anonymität ziemlich einfach Fehler machen. Und man findet dort auch relativ wenig Trust, Vertrauen. Man hat also, es gibt zwar einen Bereich, in dem man sich voll darüber im Klaren ist, was man in der Zukunft möchte, aber eben einander nicht vertraut. Und das wollen wir nicht. Es gibt dann eben noch die beiden Flächen mit Vertrauen. Also ich habe euch ja jetzt gesagt, dass für uns formal Konsens wichtig ist. Wir haben daher Abmachungen unter uns, und das ist, dass jede Versammlung von uns ein Protokoll erstellen muss und dann eben eine Zusammenfassung schreiben muss. Weil manchmal gibt es auch eine Gesamtversammlung, Vollversammlung, die dann morgens anfängt und abends endet. Und wir haben eine Zeitbegrenzung für jeden Sprecher und begrenzen die Zeit, über die wir über einen Thema sprechen. Es ist auch vollständig klar, dass jeder nur für sich selber spricht. Also, dass man nicht gegeneinander oder übereinander spricht. Jetzt kommt noch ein weiterer Sprecher einer anderen Gemeinschaft, der ein bisschen mehr Ahnung hat von der Gesprächskultur und von der politischen Idee. Es gibt halt in Italien eine große antifaschistische Gesellschaft und antirassistische und antisexistische Gesellschaft. Und jedes Jahr treffen sich diese Menschen an einem gemeinsamen Ort in Italien. Und dort diskutieren sie darüber, wie man frei kommunizieren kann und besprechen den kritischen Umgang mit Technologie. Das erste Werkzeug, was wir implementiert haben, war unsere Website. Wir haben damit angefangen, verschiedene Abteilungen zusätzlich zu gründen. Das erste war noch eine Mailinglist, und die Website wurde gehostet bei Autistici. Tut mir leid, ich kann kein Italienisch. Auf jeden Fall in unserem internen Bereich legen wir sehr viel Wert auch darauf, dass die internen Dinge privat bleiben und in der Gruppe bleiben. Wir wohnen ja auch teilweise sehr weit auseinander, also brauchen wir eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Wenn man also irgendwo weiter draußen lebt auf dem Land und zu weit weg ist von der Stadt, und wir verdienen auch nicht genug, um ordentlich Verbindung miteinander zu halten, also versuchen wir neue Möglichkeiten zu untersuchen, wie man dieses Problem lösen kann. Und es existiert eine Pico-Peer-Übereinkunft,
So, jetzt möchte ich euch noch ein paar Fotos zeigen. Das ist so eine kleine Tour durch unser Dorf. Und das Internet ist ziemlich langsam. Wir versuchen dabei zu ermöglichen, dass untereinander die Verbindung besteht. Wir benutzen dabei eine 5 GHz Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und das Netzwerk ist ein Versuch, das zu lösen, und wir haben mehr Techniker, die wir jetzt kriegen, und wir haben auch Linux installiert, aber hier haben wir OpenWrt drauf auf den Routern, und jetzt haben wir Menschen, die sich damit auskennen und die was warten können, und damit wir dann offene Software und freie Software einsetzen können. Wir versuchen auch, die Firmware zu ändern, um offene Sachen, also LibreRouter einzusetzen. Und als Software verwenden wir LibreMesh. LibreMesh.org ist ein Projekt, das einen Haufen Konfigurationen mit sich bringt, über OpenWrt. Und das verschiedene Protokolle zu benutzt, wie BubbleD und Batman ADV. Aber die Idee ist, dass man es einfacher macht für den User, also ein offenes Netz zu benutzen. Wir haben unter antennine.noblogs.org das alles dokumentiert. Wir denken viel über Technologie nach, aber wir überlegen uns auch, warum wir Technologie einsetzen. Und wir haben eine feministische Sicht auf die Technik versucht einzusetzen. Wir denken, dass jede Technik irgendwie Aufwand erzeugt. Wenn jemand euch erzählt, dass diese Technologie intelligent ist, dann liegt es oft daran, dass er sich nicht überlegt, wie der gesamte Lebenszyklus dieser Technologie aussieht. Deswegen schauen wir uns die Techniken genau an, die alle anderen auch verwenden, beziehungsweise die Leute bewerben, dass wir die als einfach beworben werden, um die zu benutzen. Und wir überlegen uns, ob es einen besseren Weg gibt, das zu machen. Und wir finden es wichtig, Dinge nicht alleine zu machen. Aber wenn das passiert ist, wirst du der Punkt, an dem alles ausfällt. Also wenn du krank bist, dann geht es nicht mehr. Und wir wollen das für viele Leute machen, und es soll auch funktionieren, zuverlässig für viele. Und wir versuchen immer, jemand, der sich auskennt, mit jemand Neuem zu paaren, damit die voneinander lernen. Und wir bauen eine Testumgebung, bevor wir irgendwas in Produktion bringen. Wir dokumentieren alles, und wir erklären auch, warum wir die Wahl treffen, wie wir sie getroffen haben. Und wir müssen uns auch Zeit geben, die wir haben, damit wir weiterlernen können. Und wir werden auch nicht zu spezialisiert, damit es nicht so schwierig wird, neue Leute reinzubringen. Und es wäre besser, wenn wir uns alle in mehr als einem Thema auskennen, um Wissen auch untereinander zu teilen, damit die Leute auch den Überblick über alles bekommen und damit man sich nicht in irgendwelchen Details verliert. Wir werden natürlich nicht bezahlt dafür von der Umgebung, also von unserer Gemeinschaft, sondern wir machen das einfach quasi als freiwillige Arbeit für unsere Gemeinschaft. Wir fangen mit unseren Bedürfnissen an. Wir wollten über unsere digitalen Daten reden in 2016. Da haben wir mit Genuino Clandestino angefangen zu reden. Das ist ein größeres Netzwerk an selbstorganisierten Landwirten. Und es gibt viele kleine unterschiedliche Gemeinschaften, die irgendwie Gemüse anbauen und die alles selber machen und es mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Und wir haben halt angefangen, über unsere Daten zu reden.
Und wir haben uns entschieden, dass wir das nicht in Google, Facebook, Amazon, diese ganzen amerikanischen Konzerne übergeben wollen, sondern dass wir das selber machen, weil wir gegen wir sind gegen Verteilung von Essen auf die Art und Weise, wie es bisher passiert ist. Und dann ist natürlich auch die Sache naheliegend, dass wir das nicht mit den Daten machen wollen. Und deswegen wollen wir nicht mit unseren privaten Daten irgendwie ähnlich verfahren und wollen uns anderen machen. Das heißt, wir haben uns entschieden, das auf einen eigenen Server zu packen, den wir selber fahren und da selber die Services anbieten, die wir brauchen. Wir haben eine Stunde pro Tag ein Jahr lang gemacht, um einen Virtual Private Server, also ein VPC aufzusetzen, wo wir einen digitalen Ort haben, an dem wir zwischen uns die Daten teilen können. Und bei Freunden in Toulouse haben wir ein digitales Botnet gefunden, das Teil eines größeren Netzwerks ist, das verteilt ist innerhalb der französischen Netzwerks. Und was relativ wichtig für uns ist, weil die relativ gute Arbeit machen. Und wir glauben das, weil die sind auch für Netzneutralität, für Freiheit der Informationen, für Privatsphäre und so weiter. Auch immer mit dem Gedanken an die Leute, die es nutzen. Wir haben eine Menge Zeit darauf verwendet, in unserer Gemeinschaft an Landwirten SIS-Administratoren zu finden. Und wir haben dann aber vier gefunden und haben uns dann entschieden, Netzcloud einzusetzen. Das ist freie Software, die wir benutzen, um unsere Daten digital abzuspeichern. Und dann haben wir angefangen im März diesen Jahres und haben ungefähr, wollten wir ein Jahr lang uns geben, um irgendwie das auszuprobieren. Und wir benutzen es nur für administrative Arbeit innerhalb unserer Gruppe, quasi Dogfooding. Und wir wollen es überlegen, ob das die Bedürfnisse unserer Gruppe abdeckt oder nicht. Und wenn nicht, dann haben wir immer noch Zeit, irgendwie zurückzugehen auf was anderes. Aber im Moment funktioniert es ganz gut und wir lagern in dieser Cloud unsere Karten über unsere Landwirte. Wir verpflichten jedem, der bei uns mitarbeitet, der einen Landwirt besucht oder von einem anderen Landwirt besucht wird, deren Daten, weil wir wissen wollen, was sie anbauen. Das heißt, wir machen ein Dossier bei uns selbst, warum, und die Webseite war dafür bisher nicht genug. Und wir brauchten einen privaten Ort, an dem wir solche privaten Daten, persönlichen Daten ablegen konnten. Und das haben wir dann unter uns aufgeteilt, die Arbeit. Und nach einem Jahr Testen planen wir jetzt, das Ganze auszubauen. Und wenn, jetzt, nachdem es gut gelaufen ist, haben wir uns dazu entschieden, zu wachsen. Und wir tun das natürlich nicht alleine. Wir gucken uns bei den Gemeinschaften rings um uns herum und haben dabei entschieden, dass wir etwas von der Balja-Gemeinschaft, einer antifaschistischen, antirassistischen, antisexistischen Gemeinschaft, übernehmen. Und sie, die haben sich dazu entschieden, ihre Dienste in einen Container oder in mehrere Container zu packen und teilen die Konfiguration mit uns, die spezielle Konfiguration, sowohl für die Software wie die Hardware. Das ist alles frei verfügbar. Wir benutzen Float, ein minimalistisches Container-Administrierungssystem. Und wir finden das eine sehr interessante Lösung, denn es bietet uns die Möglichkeit einer neuen Lösung. In diesem Moment, gerade jetzt, gibt es eine sehr große Auswahl an Open-Source-Software. Die auch von Unternehmen genutzt werden, aber die leider nicht unseren Bedürfnissen entspricht. Deshalb haben wir uns für eine andere entschieden, die genau die Features anbietet, die wir benötigen, nicht die großen Unternehmen anbieten. Weil wir eine
Gemeinschaft von Menschen sind und nicht ein Unternehmen. Wie funktioniert das? Also hier ist ja der CCC, ich muss euch was Technisches zeigen. Wir haben eine spezifische Konfiguration, die wir mit Git verwalten. Und der generische Part der Software wird durch die kontinuierliche Integrierung gewährleistet, die in der Docker Registry eingetragen ist. Wir deployen dann unser Ansible Playbook auf die Maschine. Warum ist das jetzt gut für uns? Weil wir alles auflösen können, was wir tun. Wir können auch immer wieder nachvollziehen und zurückgehen und die Konfiguration auf einer virtuellen Maschine testen, bevor wir sie auf die Produktivsysteme aufspielen. Das sind die Dinge, warum haben wir diese Dinge so übernommen? Wir wollten nicht auf einer virtuellen Maschine bleiben, wir wollten auf einen richtigen PC umziehen. Wir vertrauen den Leuten, die uns die Konfigurationen schreiben, nur auf den 1000 Zeilen Code, aber nicht so ganz. Und wir möchten gerne eine Doppelfaktor-Authentifikation benutzen, was gut für uns ist, weil dann können wir unsere Sicherheit, unsere Zugriffssicherheit auf einem Hardware-Token aufbauen, was natürlich wesentlich besser ist. Es gibt dann noch ein integriertes Monitoring. Das ist jetzt ein Feature der Features. Es geht darum, was passiert, wenn einzelne Teile ausfallen. Wir haben sind kein Unternehmen, das große Fallback-Ressourcen hat. Und das bedeutet, wenn die Maschine ausfällt, dann soll jemand in der Lage sein, da Hand anzulegen. Jetzt kommt die Zeit, Fragen zu stellen. I don't speak really well English, you see now, but also I don't understand really well. And this is the long list of thanks and all the community that I speak about. Das war die Übersetzung von Bread and Toast und Kaste und Jax. Ihr könnt uns gerne euer Feedback über Twitter geben unter dem Hashtag C3T oder durch das Mailen an hello@c3lingo.org. Vielen Dank und auf Wiedersehen. For the great talk, it was very, very interesting. We still have 10 minutes for questions and answers. So if you have questions, just move to the three microphones in the room, and then we're going to have you ask your questions. So we start with microphone number 2. Very slow in English, please. Yes. Thank you very much for the Vielen Dank für den Talk. Ich habe eine Frage. Über die Kunden, zahlen die im Voraus für ein Jahr oder zahlen die direkt am Markt? Okay. Also in Bologna ist es so, dass wir direkt auf dem Markt verkaufen. Also dass die Mitproduzenten, also die Verbraucher in dem Moment bezahlen. Das ist zwar nicht der Beste dafür. Wir überlegen auch andere Sachen zu auszuprobieren, wo wir auch ein bisschen involviert sind, so dass wir auch Es gibt auch noch Avaya, das ist eine andere Gruppe, die zahlen im Voraus und arbeiten auch mit auf dem Feld und nehmen dann einfach Boxen mit nach Hause mit Essen. Und dann gibt es noch ein Projekt, das heißt Camir. Das basiert auf
Also der, man muss da mitarbeiten, 3 Stunden jeden Monat auf dem Markt. Und dann gibt es einen, der Markt ist offen für alle Menschen, die damit assoziiert sind. Also die Stadt experimentiert damit und auf dem grünen Markt zahlt man nicht im Voraus, sondern direkt auf dem Markt selber. Well, I would first take microphone number 3, but if you just stay there, I feel like there would be still time for another question. So microphone number 3, please. Ich habe eine Frage über die Konsensus, der Einstimmung. Manche Form von Nicht-Einigkeit ist akzeptabel. Nicht nur nicht akzeptabel, sondern auch sogar gut. Wie viel Uneinigkeit ist noch zulässig? Habt ihr verschiedene Modelle darüber ausprobiert? Also wir finden auch, dass Dissonanz oder Uneinigkeit wichtig ist, um auch einfach Probleme anzuspringen, zu sprechen und dass man sich verbessern kann, dass wegen wir haben einen formalen Weg, damit umzugehen, beziehungsweise Konsens herzustellen am Ende, um sicher zu sein, dass wir uns alle einig sind. Machen wir eine Vorwahl oder eine Orientierung. Man kann die Gruppe in 3 Teile teilen. Aktive Zustimmung, Zustimmung mit Zweifeln oder Unsicherheit. Aber du glaubst, dass du der Person vertraust und das reicht dir. Aber du wirst nicht mitmachen. Und dann gibt es noch die aktive Ablehnung der Entscheidung. Das heißt, dass die Entscheidung, die man gerade fällt, ist gegen die Prinzipien, die wir uns gegeben haben als Gruppe. Und wenn man sich in diese Stelle stellt, dann muss man den anderen erklären, warum man glaubt, dass das so ist. Und dann muss man nochmal eine Orientierung durchführen, beziehungsweise so eine Vorwahl. Aber wenn mehr als 20% der Leute in aktiver Ablehnung sind, dann muss man die gesamte Diskussion nochmal führen. Das heißt, das ist ein Blocker. Great, thanks for the explanation. That was very interesting. Microphone number 2 again. Thank you for your talk. Vielen Dank für deine Rede. Ich wollte fragen, ob ihr einen Mechanismus habt, wie man von neuen Farmern neues Land geben kann. Ja, das ist ein Projekt, das ist nicht mehr aktiv. Es gab dieses eine Projekt, das früher aktiv war und jetzt nicht mehr. Das wurde von Menschen gestartet, die genau diesen Bedarf hatten. Aber nachdem sie halt ein Land gefunden haben, dann hatten sie nicht mehr die Zeit, sich weiter darum zu kümmern. Und deswegen haben sie das dann aufgegeben und dann wollten sie keine Zeit mehr investieren in das Projekt. Und da gibt es keinen echten Prozess dafür, leider, mit dem wir den Leuten helfen können, um Landwirte zu werben. Aber die Mailingliste ist offen und jeder, der will, kann teilnehmen, zum Beispiel auch auf dem Markt. Der kann einfach die Mailingliste beitreten und kann auch auf unsere Gruppentreffen kommen. Und oft ist es so, dass die Leute fragen, wo sie denn einen Platz finden können, wo sie farmen können. Und die andere Sache, die echt den Unterschied macht, ist, dass viele Leute kommen zu uns auf den Markt und fragen uns, ob sie ihnen helfen können, dass sie Änderungen vornehmen können und nicht einfach nur das Essen. Wir können nur das Essen verändern. Wir können nicht andere Dinge machen. Wir können nur Antikapitalismus in Bezug auf Essen praktizieren und nur da können wir Änderungen hervorbringen, nicht auf anderen Feldern. Und deswegen fragen wir diese Leute, ob sie nicht einfach selber ein Projekt machen wollen, um Landwirte zu werden, oder halt eine aktive Zusammenarbeit mit einer anderen Gruppe von Landwirten,
dass die bereits existiert und auf die Weise irgendwie die Revolutionen starten, die, dass die Leute mehr auf dem Land leben. Sie scheinen ja ziemlich weit gegangen zu sein, an Sachen selber zu machen. Verlassen Sie sich auch immer noch auf viele Mainstream-Technologien oder haben Sie alles selber gemacht? Alles, was wir tun, ist selber gemacht. Allerdings verlassen wir uns immer noch so ein bisschen auf ein paar Mainstream-Technologien. Jeder von uns mag so ein bisschen was aus dem kapitalistischen Mainstream, beispielsweise Google oder sowas. Aber gibt es ansonsten noch was? Ja, also wir sind jetzt nicht monopolistisch angelegt. Wir haben eine Basis an Kommunikationsmitteln, die unabhängig ist, aber manches davon lassen wir auch nicht autonom selber laufen. Beispielsweise unsere Gemeinde, mit der wir zusammenarbeiten, da ist das auch ein Thema und wir kooperieren beim Aufsetzen des Service. Wir haben unsere Website und unsere Mailinglist, die unabhängig sind, aber wir können es halt leider nicht vermeiden, dass manche Menschen auch kommerzielle Tools, Instrumente benutzen und kommerzielle Netzwerke. Aber wir wissen, dass wir dem nicht zu sehr trauen dürfen, doch dass diese Mittel halt eben einfach nützlich sind manchmal. Hi, vielen Dank für Ihre Präsentation. In Ihrer Präsentation sagten Sie, ein Dossier, wo Bauern über andere Bauern geschrieben haben. Ist dieses Dossier, in diesem Dossier, was für Informationen sammeln Sie und wie werden Sie gebraucht? Wozu hat man dieses Dossier und welche Informationen sammeln Sie? Okay, das ist da haben wir festgehalten, also unsere gegenseitige Versicherung festgehalten. Man kann auf der Website von Campa Paiati ein Formular ausfüllen und damit kann man Dinge anhängen die Karten des Tales befüllen und sich markieren, wo man arbeitet. In der nächsten gemeinschaftlichen Versammlung wird das dann berichtet und die Person, die in der Karte geschrieben hat, da muss sich da dann bestätigen, dass sie halt das getan hat, was sie da eingetragen hat oder eben halt auch nicht. Und dass die Menge an Vertrauen, die man gegenüber einer Person entgegenbringt, wird da eben festgelegt. Und am Ende wird diese Karte eben wieder konsolidiert und gedruckt. Das hilft dann, wenn die Leute zum Markt gehen und Leute dann was kaufen, dann können sie daran sehen, wo es herkommt und man kann den Ort dann besuchen und sich ansehen. Manches von den Bio-Lebensmitteln, die meisten Bio-Lebensmittel bei uns sind halt leider nicht zertifiziert vom Staat, aber die Leute können sich das halt angucken und innerhalb unserer Gemeinschaft haben wir dann das Vertrauen ineinander und das hilft dabei, die Menschen zu informieren, was wir wirklich tun. Es tut mir leid, wir haben keine Zeit für weitere Nachfragen. Wir sind leider ein bisschen jetzt out of time. Wir sind uns sicher, dass ihr Andrea noch nach dem Talk hier irgendwo auf dem Kongress findet.
Vielen Dank für die interessanten Fragen und vielen Dank an Andrea für die interessanten Talk. Hiermit verabschiedet sich jetzt, glaube ich, verabschieden wir uns aus dem Raum.